Hallo, willkommen auf meinem Kanal Serratus 1. Heute möchte ich euch die Polizeistation vorstellen mit Alarmanlage, Licht und was ich am coolsten finde, mit einem Bewegungssensor. Aber dazu später mehr. Hier seht ihr die Station, kostet so um die 70 bis 80 Euro. Ist wirklich riesig, hat eine Höhe von 53 cm mit 4 Figuren und eine ganze Menge Zubehör. Ich zeige euch mal die Rückseite. Insgesamt sind 260 Teile dabei, eine ganze Menge. Man braucht dafür zwei Batterien, 3xA für die Alarmanlage. Ja, und hier seht ihr das ganze Zubehör, das sind Handschellen dabei, ein Gewehr, Überwachungskameras, so eine Verbrecherdatei, Laptop, Schlagstöcke, Ordner, Schreibtisch, Stühle, ein Fahrrad, Fernglas und noch andere Sachen. Jetzt packe ich es aus und zeige euch mal die einzelnen Tüten. Eine Riesenpackung, die braucht den ganzen Platz auf dem Schreibtisch hier. So, hier seht ihr die einzelnen Wandelemente. Hier haben wir die Stützen. Hier die Front. Hier ist die Treppe und Teile vom Gefängnis. Hier nochmal so ein Glaselement. Hier ist so eine Etage, das wird der erste Stock sein. Hier die Bodenplatte. Hier ist so, das sind Teile von der Innenausstattung, Schrank, Türen. Hier ist eine Pflanze drin. Hier sind Teile von der Überwachungskamera. Hier haben wir die Schreibtische. Hier ist die Alarmanlage drin. Eine ganze Menge. Hier nochmal zwei Bodenplatten. Hier zwei Figuren. Das sieht aus wie die Antenne, die später aufs Dach kommt. Und hier nochmal zwei Figuren und das Fahrrad. Und zum Schluss die Anleitung mit Aufkleber und die ganze Verbindungselemente. Ja. Jetzt bereite ich alles vor und wir sehen uns gleich beim Aufbau. Jetzt ist die Polizeistation komplett eingerichtet und als nächstes zeige ich euch die Figuren. Hier haben wir die erste. Das ist der Räuber. Schaut ganz böse. Mit einer schwarzen Jacke, schwarze Hose, Stiefel. Dann haben wir hier einen Polizisten von dem Sondereinsatzkommando.
mit Mikrofon, Schutzweste, Pistole und Megafon. Hier seht ihr eine Polizistin mit Fernglas. Hinten hat sie einen Pferdeschwanz, Pistole und einen Dienstausweis. Und als vierte und letzte Figur hier noch ein Polizist mit Pistole und der hält die Schlüssel für das Gefängnis in der Hand, für die Zelle. So, und jetzt zeige ich euch noch die einzelnen Räume aus der Nähe und erkläre euch noch, was alles dabei ist. Hier befinden wir uns im Eingangsbereich. Links seht ihr ein Regal mit 5 Gewehren, darunter ein Schrank. In der Mitte ist der Eingang und rechts ist die Telefonzentrale mit einem PC, Funkgerät, Schreibtisch und dahinter in der Wand sind Taschenlampen und Schlagstöcke verstaut. Jetzt befinden wir uns im ersten Stock. In diesem Raum werden die Kriminellen fotografiert und erfasst. Ihr seht ja hier oben an der Wand ist eine Lampe, die lässt sich verstellen. Dann ist hier noch eine Kamera. Lässt sich auch verstellen. Und hier ein Monitor, auf den dann der Kriminelle erscheint, wenn er fotografiert wird. Dann seht ihr hier hinten noch einen Laptop, daneben so ein Register mit verschiedenen Dieben und Räubern. Dann hier noch ein Schreibtisch mit Stuhl. Und hier an der Wand befindet sich ein Schrank, ein Aktenschrank. Hier sind die ganzen Ordner drinne. Und den Schrank kann man auch zumachen, verschließen. Und hier seht ihr die Gefängniszelle. Die Tür lässt sich hier entriegeln. Und dann wird die Tür einfach so rübergeschoben. Und der Bösewicht darf eine Zeit lang hier drinnen verbringen. Und wenn es den Häftlingen etwas langweilig wird, können die einen Ausflug machen. Dafür gibt es hier einen doppelten Boden. Den drückt man hier einfach so ein bisschen runter und kann den einen Teil davon wegnehmen. Und hier ist dann die Öffnung und hier kann der Dieb dann abhauen. Und jetzt kommt das meiner Meinung nach coolste an der ganzen Polizeistation. Das ist die Alarmanlage. Die sieht so aus. Gibt ein optisches und ein akustisches Signal. Mit Bewegungssensor hier unten, die wird hier an der Seite eingesteckt. Und hier oben durch Drücken des schwarzen Knopfs aktiviert. Dann leuchtet nebendran die rote Leuchte. Und wenn jetzt versucht der Dieb zu entkommen, geht sofort der Alarm los. Hier seht ihr die Polizeistation von vorne. Auf dem Dach befindet sich ein Hubschrauberlandeplatz. Ideal für meinen SEK-Helikopter. Unter der Gefängniszelle ist ein Parkplatz für ein Polizeiauto. Nebendran ist noch Platz für meinen Mannschaftswagen. Und vorne passt noch das Motorrad hin. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, bitte gebt mir Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal, empfehlt mich weiter und schaut die nächsten Wochen wieder rein. Bald mache ich noch coole Filme mit der neuen Polizeistation. Dann bis bald, euer Serratus 1.